für die Fraktion Die Linke. Guten Morgen, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Wenn es nach uns gegangen wäre, dann könnten wir jetzt im Europäischen Jahr der Schiene die Verbindung von 15 europäischen Hauptstädten mit Nachtzügen feiern und die Möglichkeit, beispielsweise für die Besucher der europäischen Fußballmeisterschaft, dieses Bahnangebot zu nutzen. Jetzt haben wir Corona, aber wir haben auch eine völlig außer der Zeit gefallenes Verkehrsministerium und auch eine große Koalition, die jahrelang verschlafen hat, diese Alternative zum Flugverkehr, diese klimafreundliche Reiseoption in Europa und in Deutschland auszubauen. Wir haben, als Sie, Herr Scheuer, im September letzten Jahres verkündet haben mit einem riesen Pressebohai, dass die Trans-European Express 2.0 auf die Schiene gebracht wird, mit 8 Verbindungen Tag und 8 Verbindungen in der Nacht und 3 durchlaufenden Länderverbindungen. Da haben wir das sehr begrüßt. Wir waren echt angetan davon, dachten, holla, da tut sich was. Was ist davon übrig geblieben? Nichts. Es ist geschrumpft auf 2 Verbindungen. Jetzt haben Sie gesagt, München-Zürich wird eingeweiht. Diese Verbindung ist längst überfällig. Es hat mit Ihrem Konzept überhaupt nichts zu tun. Und ich muss mal sagen, der Antrag, der hier vorliegt, der wäre ja schön und gut, wenn es ein Oppositionsantrag wäre. Und dann könnten wir dem auch zustimmen, Kollege Müller. Und ich leide mit Ihnen auch. Das kann ich total gut verstehen, dass Sie hier sehr frustriert sind. Aber Sie sind nun mal in der Regierung. Und Sie hätten viele von den Maßnahmen, die da stehen, längst umsetzen müssen. Die sind auch verabredet. Ich meine, nehmen wir uns nur mal dieses Elektrifizierungsthema. Die grenzüberschreitenden Elektrifizierung, die fehlt nach Polen, die fehlt nach Tschechien. Das steht schon Jahre und Jahrzehnte auf der Tagesordnung dieses Verkehrsministeriums. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie man so schnarchnasig sein kann. Und dazu kommt noch, dass jetzt gerade die Bahnverbände sich melden und sagen, das Elektrifizierungsprogrammchen, das die Bundesregierung jetzt endlich auf den Weg gebracht hat, ist weit von dem entfernt, was längst beschlossen ist. Bis 2025 sollen 3.500 Kilometer endlich mit Oberleitungen versehen werden. Was macht der Verkehrsminister? Er setzt Autobahnen unter Strom. Ich finde, das ist komplett verkehrt und wir brauchen endlich eine Orientierung auf die Elektrifizierung der Schiene. Aber jetzt möchte ich noch zu einem anderen Punkt kommen. Es stehen ein paar Sachen drin, die gar nicht verkehrt sind. Das ist völlig okay. Aber Sie loben sich natürlich auch noch über den großen, über den grünen Klee. Und das tun Sie immer wieder mit Investitionshochlauf. In Wirklichkeit werden in diesem Haushalt 2021 so viel wie Milliarden wie noch nie für den Ausbau von Autobahnen eingesetzt. Und das sind noch mal 383 Millionen Euro mehr als letztes Jahr. Im Vergleich dazu bekommt die Schiene nur 60 Millionen Euro mehr und liegt damit lange, lange weit unter dem, was notwendig wäre, um den Bundesverkehrswegeplan umzusetzen. Das ist kein Glanzprogramm, das ist ein Armutszeugnis. Und wir haben auch noch mal deutlich gemacht mit unserem Antrag, wir müssen eine Umverteilung hinkriegen. Kollegin Leidig, man kriegt achten Sie bitte auf die Zeit. Man kriegt keinen Klimaschutz und keine sozial- und ökologisch gerechte Verkehrswende hin, wenn man nicht umverteilt von der Straße auf die Schiene in den öffentlichen Nahverkehr. Schluss mit den Subventionen für die klimaschädlichen und letztlich sozial zutiefst ungerechten Verkehr. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat der Kollege Matthias Gastel das Wort.